Wissen Sie, was an Fronleichnam gefeiert wird? Ja, ich meine schon, nein, nicht Auffahrt, war es in 2 Wochen. Nein, das war schon Fronleichnam. Nein, thanks. Genau, geht schon los. Nicht genau, nee, muss ich Sie ehrlicherweise gestehen. Ich habe es einmal gewusst, aber ich habe es wieder verloren. Es ist nicht mehr da. Nee. Nein, weiß ich nicht. Ja, das ist ein katholischer Feiertag, aber ich bin evangelisch, also so wirklich Bescheid weiß ich darüber nicht. Die meisten wissen also gar nicht, warum heute ein Feiertag ist. Am 60. Tag nach dem Ostersonntag ist Fronleichnam, einer der zentralen Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Doch was wird denn jetzt genau gefeiert? Wir haben nachgefragt bei einem, der es wissen muss. An Fronleichnam, was man da feiert, kann man vielleicht am besten damit entschlüsseln, dass man überlegt, was heißt eigentlich Fronleichnam. Das ist ein uralter deutscher Begriff, zusammengesetzt wie viele unserer deutschen Worte, aber aus 2 Begriffen, die wir heute anders verwenden. Fron heißt eigentlich Herr und Leichnam heißt Leib. Und Fronleichnam heißt also übersetzt in der heutigen Zeit der Herrenleib, das Fest des Leibes Christi. In Bayern und 5 weiteren Bundesländern ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Doch wie kommt es in der Kirche an, dass so wenige genaueres über das Fest wissen? Aus meiner Sicht ist das sogar ein Ansporn. Wenn jemand sich fragt, was bedeutet das eigentlich, besteht ja die Chance, es zu erklären und neu nochmal nahezubringen. Das wäre vielleicht eine Aufgabe jetzt auch für uns Priester, für die ganze Kirche, eben neu klarzumachen, was steht eigentlich im Zentrum unseres Glaubens, und dann ein bisschen Publicity für zu machen. Anders als andere kirchliche Feste ist Fronleichnam kein biblischer Feiertag, sondern erst deutlich nach Entstehung der Bibel eingeführt worden. Ganz kurz kann man zu der Geschichte sagen, dass es ein relativ junger Feiertag ist. Der ist erst Anfang des 13. Jahrhunderts aufgekommen. Da steht die Vision einer heiligen Juliana von Lüttich, die eben den Mond sieht in einer Vision und der hat einen Fleck. Und Christus sagt ihr, dieser dunkle Fleck auf dem Mond, das ist das fehlende Fest zur Verehrung meines Leibes und Blutes und das würde ich mir wünschen. Zu diesem Fest kam es dann erstmals im Jahr 1236, wovon in der Folge ein junger Diakon erfahren hat, der später Papst Urban IV. Wurde. Er hat Fronleichnam dann aus Begeisterung zu einem weltweiten katholischen Fest deklariert. Dieses Jahr, 785 Jahre nach dem ersten Fronleichnamsfest, werden in vielen Kirchengemeinden statt großer Prozessionen kleinere Gottesdienste häufig auch im Freien abgehalten. Wenn auch die Prozession nicht stattfinden kann, so kann zumindest danach traditionsbewusst in der Außengastronomie eingekehrt werden. Ich finde, dass dieses Fronleichnamsfest dadurch, dass man wieder raus kann, dass man wieder was sehen kann, dass man was zusammen unternehmen kann, schon mal einen ganz tollen Ansporn bringt. Und das Zweite ist, ich freue mich persönlich darauf, dass es gelingt, dass im Anschluss an unsere 4 Gottesdienste die Biergärten offen sind. Und ich habe eine Einladung in einen Biergarten, da freue ich mich heute schon. Nach dem kalten Mai spielen dafür zum Juni Anfang sowohl das Wetter als auch die Inzidenzzahlen auf den Punkt genau mit.